Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Bevor wir weitermachen, würde ich ganz gerne hier noch die Steam Engines 2 researchen. Und haben wir auch noch Boiler 2? Oder haben wir die schon? Nein, haben wir auch noch nicht. Dann würde ich sagen, researchen wir die auch noch. Dann machen wir heute jetzt mal weiter mit diesem Unterfangen. Wir sind immer noch ein bisschen unter Zeitdruck. Weil uns irgendwann die Basis um die Ohren fliegt. Wir müssen... Die Sache ist die. Wir haben hier zwar ein Kohlefeld und wir haben ein Chivolitfeld. Und das sind genau die zwei Sachen, die wir brauchen. Aber ich möchte das jetzt nicht noch in diese Basis reinbringen. Ich möchte eine ordentliche neue Basis machen. Und dann die Erze mit den Zügen in eine neue Basis reinbringen. Wahrscheinlich auf dieser Seite. Da hätten wir auch direkt ein Saphiritfeld. Also vielleicht hier nach oben. Müssen wir mal gucken. Das hat noch ein paar Alien-Nester. Ich habe ein paar weggeräumt, aber es sind immer noch welche da. Die ein bisschen störend sind. So, dann brauchen wir... Wir haben Stahl, wir haben Stein. Eigentlich dürfte dem Unterfangen hier nichts im Wege stehen. Wir brauchen zwei Blast Furnaces mindestens. Machen wir vielleicht noch eine dritte? Wir können auch das Process 10 machen. Wir haben zwei davon. Machen wir noch zwei hiervon. Dann haben wir das Prozess Copper? Ich glaube, wir haben das Copper auch. Ja, wir haben das Kupfer auch erforscht. Das heißt, wir könnten das Ding hier auch nochmal ein bisschen umbauen, was wahrscheinlich durchaus Sinn macht. Dann brauchen wir aber noch das Silizium. Das werden wir auch erforschen. Wir brauchen... Ich würde sagen, 8 Induction Furnaces und stelle einfach den Rest als Casting Machines her. So, das heißt, wir werden jetzt hier noch Zinn und Silizium dazwischen quetschen. Weil, warum nicht, ne? Ich meine, wir haben es jetzt schon so weit getrieben mit dem Unsinn, mit dem viel zu nah zusammenzubauen. Ich habe alle meine Vorsätze eigentlich über den Haufen geworfen. Moment mal, das ist rechts, bitteschön. So. Das nehme ich erstmal mit. Silizium schmelzen ist noch nicht fertig. Müssen wir gucken, wie der Platz hier dann auch aussieht. Der Grund, warum wir das Silizium, was wir mit dem Silizium machen, ist folgendermaßen. Silicon. Wir haben können mit Eisenbarren und Siliziumbarren wesentlich mehr, also 240 Molten Iron herstellen, anstelle von 120, ne? Das ist eine Verdopplung mit dem Silizium. Da müssen wir dann einfach... was müssen wir? In den Induction Furnace ein anderes Rezept auswählen. Wobei geht das auch mit dem Stahl? Es könnte sein, dass es mit... Ne, Moment mal, mit dem Stahl geht das glaube ich gar nicht, ne? Das ist nur für geschmolzenes Eisen. Nicht für Stahl. Dang it. Wir können noch mehr Silikon. Das kann man irgendwie noch anreichern. Silangas, Silicon Powder, Bultensilicon, Aluminium. Ah, doch, hier. Molten Steel. Wir können es auch für Stahl verwenden. Fantastisch. Gute Nachrichten. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich gehen wird. Aber das scheint es zu tun. Dann. Machen wir das so.
Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen hässlich. So, du machst das. Ihr braucht, wie war das? 2 pro Sekunde. Alles klar. Und machen wir das. Machen wir das lieber so, dass wir hier noch einen Platz dazwischen haben. Fantastisch. Und wir haben sogar noch Platz für Licht. Dann brauche ich ein paar... Na, ich brauche jetzt nicht unbedingt Assembly Machines. Warum passiert hier nichts? Zu wenig Gears. Okay, das ist fair. So, das könnt ihr haben. Viel Spaß beim Arbeiten. Dann machen wir eine Blast Furnace dazwischen. Und, ach, hier brauchen wir auch wieder das Coke. Können wir... Ich denke, wir können das von hier aus abzwacken, beziehungsweise... Ja, das dürfte gehen. Wir müssen das hier ein bisschen weiter nach oben verlagern. Aber das geht eigentlich schon. Würde ich vermuten. Wie sieht es mit dem Strom aus? Gut. Okay, da müssen wir uns jetzt momentan nicht gerade drum kümmern. Okay, dann würde ich sagen, wie sieht es hier aus? Oh, das wurde abgearbeitet. Fantastisch. Dann können wir das eigentlich... Können wir das eigentlich abräumen? Was? Player Inventory full. Nichts Player Inventory full. So. Das könnt ihr da weiter dahin packen. Dann würde ich sagen, bringen wir das. Weiter hier hoch. Und das. Machen wir jetzt irgendwie so ein bisschen. Das ist ein bisschen hässlich, aber was soll's. Brauchen noch einen zweiten Loader. Irgendwann werde ich mich zurechtfinden hier in dem neuen Inventarsystem. Ich, irgendwann. Vorsatz fürs neue Jahr. Oh Gott. Also. Let's do it. Haben wir mehr davon? Von den Dingern hier. Haben wir nicht. Ich würde sagen, wir nehmen uns ein bisschen Stahl. Und stellen nochmal 2 davon her. So, ihr macht das da. Das kann dahin. Oh, du brauchst Sauerstoff. Okay. Ich meine, der ist voll. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie vernünftig deichseln können. Hallo? So. Man könnte das sogar... Ja, lasst uns den ein bisschen näher bauen. Und zwar so. Weil dann müssen wir das nur einmal anschließen. Ich denke, ich werde das erstmal hier zu Ende bauen. Wo sind unsere... Wir haben keine Induction Furnaces gebaut, ne? Oder? Doch, wir haben 10. Ich dachte schon, hä? Wie war das nochmal? Ach stimmt, wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen. Wir werden das so machen, dass wir... Wir müssen Bronze machen, ne?
Haben wir keine Musik oder habe ich die so leise eingestellt? Ne, wir haben irgendwie. Irgendwas haben wir schon. Was kommt als nächstes? Das Arboretum, das werden wir brauchen. Sollen wir die Relation korrekt ausrechnen? Weil wir können einen neuen Production Block machen. Bronze. Und nehmen einfach mal 7,5 und schauen, wie das. Dafür bräuchten wir 8 hierfür. 2 Inductions. In dem wäre das eine. Und hier wird es auch eine sein. Okay. Also für einen vollen grauen Belt mit Bronze brauchen wir jeweils nur eine Induction Furnace. Was soweit eigentlich gut ist. Und dafür, was brauchen wir noch? Ne, zwei, eine Blast Furnace. Ich werde ganz kirre hier. Okay. Das heißt. Wir führen das hier zusammen. Und. Oh, dieses blöde Rubid. Na, ist nicht so schlimm. So, ihr macht bitte Bronze. Es gibt uns direkt 240 Marmolten Bronze. Tolle Sache. Das Problem ist, wir müssen auch noch Platz haben für die Induction Furnaces hier. Ah, Mann, das geht. Könnten das so machen. So, ihr macht Kupfer. Ach du meine Güte. So, was kommt hier raus? 24, alle 4. So, das wäre mal das. Dann bräuchte ich gerne ein Stack davon. Dann könnt ihr ein bisschen arbeiten. Das bringt uns den Stein weg, was gut ist. So, dann machen wir das. Dann brauchen wir. Warte mal, schmeiß das hier rein. Das kannst du. Nee, das kannst du hier reinschmeißen. Oder spielt nicht so eine Rolle. So, 8 Casting Machines haben wir gesagt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müsste richtig sein. So, dann das hier hoch. Dann haben wir Inserter. Das Tree Arboretum haben wir erforscht. Soll das Melting? Ja, ich denke, das machen wir noch nicht. Sulfur Processing brauchen wir früher oder später. Ich erforsche jetzt einfach primär. So, eigentlich sollte ich gar nichts forschen, solange das Eisen so knapp ist. Das kostet ja alles wieder Eisen. So, dann machen wir jeden zweiten als Nier-Inserter. Und jetzt müssen wir noch den Sauerstoff anschließen. So, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ihr kriegt das so rein. Oh. Also so rein. Und reicht das? Ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht von den Anzahl an Insertern, aber das werden wir dann schon sehen. Der da ist nicht mit dabei. Warum ist der nicht mit dabei?
Okay, das ist, reicht so anscheinend nicht. So, irgendwie um den Dreh rum. Dann brauchen wir auch noch Casting Machines. Wie viel haben wir noch? Einige. Und zwar würde ich die dann direkt hier hinbauen. Das sind, müssten auch 8 sein, würde ich jetzt vermuten. Und ziehen das hier durch. So, das läuft. Dann haben wir hier die Exerter. Gar nicht so schlecht, oder? Das hier noch kopieren, die Inserter machen. Und dann läuft das eigentlich auch schon wieder. Beziehungsweise noch nicht ganz, weil halt der Strom noch fehlt. Aber jetzt läuft's. Okay, Kupfer läuft schon mal wieder. Haben wir gefixt. Jetzt brauchen wir den Sauerstoff. Ich will dieses Rubidfeld nicht direkt zukleistern, weil ich habe das Gefühl, wir werden das irgendwann noch brauchen. Ist natürlich, habe ich hier direkt ein bisschen versemmelt. Ja, ich habe das versemmelt hier. Aber so geht's trotzdem. So. Ihr könnt arbeiten. Weil die hier werden sowieso nicht den ganzen Sauerstoff brauchen. Weil hier einfach viel zu wenig Eisen durchkommt. Also haben wir hier mehr als genug Sauerstoff, um die hier auch noch anzutreiben. Das Einzige, was fehlt, ist eigentlich noch das Coke. Das Coke fehlt noch so ein bisschen. Ich habe jetzt keinen Platz gelassen. Dang it! Also die beiden wären kein Problem, sie zu versorgen. Aber den hier habe ich, das habe ich echt nicht so sonderlich toll gemacht. Das ist nicht so wirklich ein sauberes Setup. Ich meine, der hier braucht nicht unbedingt Coke, aber er braucht halt irgendein Fuel. Und es spielt nicht so eine Rolle, was wir jetzt hier reinbringen. Das so, ne? Kann man auch direkt Coke reinbringen. Tja. Jetzt ist die Frage. Ich meine, wir können das hier durchmogeln. Naja, was soll's. Oder ich baue es nochmal um. Ah! Ich kann mich nicht entscheiden. Gib mir ein paar Transport Belts. Oder ich baue das hier nochmal um. So, schaut, macht, genau, macht mal das Kupfer weg. Und dann reißen wir das hier nämlich nochmal ab. Ich glaube, das hier oben, das kann bleiben. Das ist schon okay so. Aber wir wollen hier den... Oh. Nein. Verfluchte Axt. Wir wollen hier den Coke Belt durchziehen. Das heißt, die Induction Furnaces. Kommen dann ungefähr hier hin. Oder sogar noch eins näher.
Ungefähr so. So, ihr macht das. Und ja, das wird schon passen. Hoffe ich. So, erstmal das Coke reinbringen, bevor wir merken, dass dann wieder irgendwas nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum das jetzt wieder kommt. Na, spinnt der Mond ein bisschen rum. So, dann kriegen wir das hier durchgedeichselt. Das passt sogar. Guck dir das mal an. Wer hätte das gedacht? Shift N. So, dann brauchen wir einen hier, einen hier, einen da. Und dann machen wir Shift O, Shift P. Das kommt da raus. So, wie viel macht ihr? 24 alle 4, 6 pro Sekunde. Ja, wir bräuchten theoretisch. Der hier bringt rein gar nichts. Die Blast Furnace hat echt nur eine Breite von 5, 2, 3, 4, 5. Ja, tatsächlich. Die Blast Furnace hat tatsächlich nur eine Breite von. Okay, das ist gut. Dann machen wir das jetzt wieder so. Und gut ist. Wir können das dann mit. Sobald wir die Fast Inserter haben, machen wir dann Fast Inserter da draus. Das passt. So, du hast Coke. Das ist okay. Dann machen wir das. Passiert nichts, weil. Weil das Filter-Inserter sind und keine normalen Inserter. Weiß der Teufel, warum ich das immer wieder falsch mache. Dann brauchen wir nicht Construction Bots, aber Cargo Bots. So, da kommen unsere ersten Zinnbarren. Fantastisch. Dann müssen wir das Ganze aber noch für. Oh, mir fehlen mal wieder einiges an. Oh, Prozessors. Also, wir brauchen dieselbe Menge Stahl hier, dieselbe Menge an Silizium-Ingots wie Stahl-Ingots. Theoretisch müsste man dann 5 haben. Weil da hier sowieso immer nur maximal 2 arbeiten, würde ich sagen, wir machen es mit 2. Und noch eine Blast Furnace dazu. Und Induction Furnaces brauchen wir dann nicht. Gucken wir uns kurz mal das Rezept an. Du brauchst Carbon. Du elendes Dreckschwein, du brauchst Carbon. Okay. Wo haben wir das nochmal gemacht? Wir brauchen einen Liquefier. Ich hoffe, einer reicht aus. Du machst. Wie schnell ist das Rezept? 2 Sekunden. 3 alle 2. Du brauchst 6 alle 4. Ich weiß nicht, ob ein Liquefier ausreicht. Machen wir noch einen zweiten. Sicher ist sicher.
So, dann kann ich die 5 bestimmt nehmen und da reinpappen. Und schnapp mir dafür auf eine neueren. 8 Stück, yay. Gute Sache. Wo sind unsere Liquifier? Hier. Wir brauchen auch noch Dampf. Okay, du machst Carbon. So, das heißt, wir brauchen einen Boiler und eine Pumpe. Wo sind die Boiler nochmal? MK1. 2 Stück. Das wird jetzt nicht so die schönste Sache der Welt, aber wird wohl funktionieren, vermute ich. Also, wo sind die Boiler? Nein. Die Dinge können in die Abfalltruhe. So, ich habe sie vorhin gerade gesehen, die Boiler. Mach die Pumpe da erstmal irgendwo hin. Silikonerz, So, ihr macht... Warum geht das? Ach, du willst das Silikonerz direkt haben. Echt? Da gibt es doch bestimmt noch ein anderes Rezept, oder? Nee, gibt's nicht. Okay, gut. Dann haben wir die umsonst gebaut. So, suchen wir wieder die Boiler. Da ist unser Liquifier. Da sind die Boiler. Die sind irgendwie immer mittendrin. Dann würde ich sagen, kommt die Pumpe hier hin. So, das wäre mal das. Brauchst hier definitiv ein Input. Die Boiler brauchen auch das. Und dann machen wir das so. Ich hoffe, dass es... ich hoffe, das müsste funktionieren. So, du brauchst 24 alle 4, das heißt 6 pro Sekunde. Ach, das kriegen wir nicht hin. Macht aber nichts. Das sieht gar nicht mal so unglaublich scheiße aus. Wer hätte das gedacht? So, läuft alles. Und die werden jetzt sogar mit Karten befüttert. Das ist eigentlich sogar ganz schnieke, oder? Oder wie findet ihr das? So, dann... würde ich sagen... bringen wir das hier durch. Und machen einfach 3, das soll reichen. Wie? Da. Warum wurden hier keine Ingots gemacht? Jetzt. Dann werden wir das hier durchführen. Und auf dieser Stelle hier zusammenführen, oder? So. Und jetzt muss
das Ganze hier irgendwie zusammenlaufen. Das ist halt komplett aufs obere Band. Das heißt, wir könnten die theoretisch alle... Nier inserten. Das Problem ist, die Hälfte müsste von der Seite auskommen. Was nicht so toll ist. Machen wir unser ganzes Setup jetzt kaputt, indem wir das hier gemacht haben. Ich sollte das hier noch anschließen, nicht wahr? So, dann hier unten noch. Warum wird hier nicht gearbeitet? Weil wir hier nichts haben. So, und jetzt müsste dann auch das Zinn wieder... Wir nehmen halt echt nur... Wir brauchen nur sehr wenig Zinn. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich hier auch noch dann weiter oben nochmal ein paar von denen aufstellen, um dann ordentliches Zinn zu bauen. Warum kommen keine Eisen? Ja, der Stein ist übergequollen. Das ist ein Problem, das ich irgendwie habe kommen sehen und verdrängt habe. Das musste passieren. Wo sind die Silos nochmal? Hier, gib mir direkt ein Warenhaus. Ja, wir hätten das sowieso unterirdisch machen müssen. Naja, was soll's. Und gib mir einen Splitter. Dann hau das da mal rein. So, das müsste jetzt wieder gearbeitet werden. So, volle Pulle. So, da kommen die Silikon-Ingots. Dann haben wir hier die Cargo-Bots. Genau, die brauchen wir ebenfalls. Tja, das ist jetzt... Ich meine, wir könnten das Ganze... aber von der Richtung her ändern. Wir können zum Beispiel dann auch so machen, dass nur die ersten zwei Stahl machen und die anderen drei würden dann... würden wir auf Eisen umschalten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Problem ist, ich habe nicht wirklich Platz, um die Dinger noch nach oben zu schieben. Sonst könnte man das elegant machen. Also es gibt schon Möglichkeiten, das jetzt hier irgendwie notdürftig zusammenzupfächen, aber so wirklich toll ist es nicht. Ich werde die mal alle auf Nier Inserter machen. Und dann wird es jetzt hässlich werden. Mach die Augen zu. Oh, ich brauche Inserter. Nicht zwangsläufig jetzt gerade, aber früher oder später brauchen wir welche. Wo pferchen wir das Ding durch? Ich denke, wir pferchen das Ding hier durch. So, du gehst hier hin. Und du gehst hier oben durch. Fantastisch.
Ah, ist das nicht schön? Ah. Richtig toll. So. Meine Fresse. Ach, das ist... Warum... Haben wir die Forschung gar nicht? Jetzt sag mir nicht, dass wir die Forschung nicht haben. Molten Steel. Braucht Steel Smelting 2. Sag mir, dass wir das erforschen können. Nein! Ah! Es braucht blaue Seins. Das geht nicht. Okay, kommt. Ach. Wir können das Ganze wieder abräumen. Das wird hier nichts. Ich habe die Forschung. Das ist auch, ich glaube, das ist auch mehr oder weniger ein bisschen neu, dass man Silikon da rein verperken kann. Na gut, wir müssen uns den Stahlinger, der kann... Oh. Der kann da wieder rein. Warum geht das nicht? Ah nee, das ist, habe ich auf Silikon gestellt. So. Dann werden wir hier mit was anderes machen. Was weiß ich noch nicht so genau. Aber wir werden da auf jeden Fall was anderes machen. Dann, was ich auch noch ganz kurz... was heißt ganz kurz? Was ich auch noch jetzt, wenn wir das hier schon... Ich möchte die Metallurgie jetzt abschließen. Deswegen machen wir das noch zu Ende. Machen wir hier nochmal zwei Induction Furnaces hin. Du machst das. Und dann kommen hier Rohre. Und haben wir nochmal 10 Casting Machines? Nicht ganz, aber 1, 2, 3, bald. Oh. So, das wären 7. Und ihr macht das Ding. Das Silikon verschieben wir erstmal auf später, würde ich sagen, für den Moment. Weil wir haben ja auch das hier komplett gekappt. Das heißt, wir müssen den Belt hier wieder ordentlich versorgen. So, dann kriegt ihr das. Nee, Moment, machst du nur 8? Das sind gar nicht 10. Was rede ich denn da wieder für ein Mist? Es sind doch nur 8. Wenn die Relation zumindest noch stimmt. Shift N. Man könnte die auch auf beiden Seiten machen, das wäre die Alternative. Aber wenn wir schon die Nier-Inserter haben, dann kann man die im Endeffekt ja auch nutzen. Das Modpack macht vieles schwieriger, aber es gibt uns auch neue Tools zur Hand, die wir verwenden können, um die ganze Sache ein bisschen angenehmer zu gestalten. Das Zeug braucht wahrscheinlich relativ viel Energie. Jetzt muss ich gucken, dass wir das auf den richtigen hier reinbringen. So, wir haben es gleich. Wahrscheinlich werden wir aber vorher noch einmal die Fließbänder ausgehen, natürlich. So, wo sind die Fließbänder? Dankeschön. So, gute Sache. Das hier können wir auch direkt mal irgendwo hier hinten pappen. Du brauchst die bestimmt. Bleiplatten. Das war hier beim Solder. Sehr schön.
Ich würde sagen, es ist doch gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was wir uns jetzt noch überlegen müssen, ist, was wir mit dem Silikon anstellen. Wahrscheinlich schmeißen wir es auch erstmal in so ein Warenhaus. Wird Assisen wieder gearbeitet? Ja, wird. Sehr schön. Hier staut sich nicht mal mehr der Stein. Ist das nicht toll? Und die hier kriegen nichts ab. Übrigens, das ist ein Mod hier, der heißt Bottleneck. Grün heißt, die Maschine arbeitet. Rot heißt, sie bekommt zu wenig Input. Und gelb heißt, sie kann nicht herauslegen. Einfach das noch so zur Information, falls ihr euch das gewundert habt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch jederzeit in die Kommentare stellen. Oder wenn ihr diskutieren möchtet, könnt ihr auch in den Discord kommen. Den Link hier dazu findet ihr in der Description. Da gibt es auch einen separaten Factorio-Channel, wo ihr über das Modpack oder sonst alle möglichen Dinge, was Factorio anbelangt, diskutieren könnt. Okay, das Eisen kommt erst gerade. Deswegen ist hier tote Hose. Aber gut, mein Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Es war jetzt ein bisschen viel Metallurgie. Ich denke mal, in der nächsten Episode können wir uns ein wenig davon abwenden und uns wieder etwas Neuem zuwenden. Und wahrscheinlich wird es also die Holzproduktion sein. Und macht euch auch was gefasst, das ist schwieriger, als man denkt. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.